Vierfacher Multikill, leckt mich am Arsch. So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Enlisted. Es ist immer noch in, keine Ahnung, ich sehe keine Version, doch hier Version 0.1.14.42, sprich aktuellste Version. Es hat sich einiges getan mit dem neuen März-Update, das ziemlich groß war, wo sich viel geändert hat. Zum einen die Bewegungsgeschwindigkeit kommt mir vor, dann diverse Bugfixes, Glitchfixes und so weiter. Es hat sich einiges getan. Es macht mehr Spaß denn je, muss ich wirklich sagen. Ich weiß jetzt, warum dass ich das Spiel, als ich es gefunden habe, mir instant die Beta gekauft hat, Closed Beta Zugang, und wieso dass ich es so hart feiere. Es macht einfach richtig viel Spaß. Kann man sagen, was man will, ist halt wirklich so, ist Fact. Ist Fact für mich, ganz klar. Ist auch ein Spiel, das kann man nicht vergleichen mit einem Battlefield. Man hat da seine Trupps, man kann auch ohne Trupps spielen übrigens. Andere Spielmodi gibt es natürlich auch schon. Ich spiele aber nur Trupps, weil ich das einfach mega cool finde. Wenn man zwischen den Leuten wechseln kann, wenn man zum Beispiel tot ist oder verwundet. Je nachdem, ob man dann einen Perk hat und sich heilen kann, kann man sich natürlich hochheilen auch wieder. Und die Mates, ja, warten halt einfach da, wo man wohin befehligt wird. Ach, Klosterinvasion. Gar keine Flugzeugmap. Schade. Letzte Runde, schaut es euch an. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Schaut es euch bitte einfach an. Also, mega geil. Mega geile Runde einfach. Mega. Ich habe jetzt etwas länger gewartet, vielleicht. Nee. Nee. Nur den bescheuerten Hitmarker. Fuck, Alter. Schade. Schade, schade, Schokolade. Das hätte jetzt richtig gut reinhauen können. So passiert natürlich nichts, ne? Schade. So. Voll machen und abdrehen. Lanzer. Lol. Deutsche hier. Wie kann ich in den Chat schreiben? Weiß ich nicht. Deutsch nicht, aber fast. Blau ist immer Angreif, oder? Ich glaube. Vierfacher Multikill, leckt mich am Arsch. Ist das geil, einfach schon mal wieder 10 Leute auf einmal. Jungs, see you later, Alter. Ehre. Was passiert hier? IL2. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ach, der hat einen Heckschütze? Ich habe einen Heckschützen auch drin, oder? Ich glaube, hat der gerade einen geholt? Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Schön. Ehre. Vielleicht können wir nochmal mit dem Flieger einen raushauen. Vielleicht, es wäre so schön. Ja, wir sind Angreifer. Blau ist Angreifer, Rot verteidigt. Deswegen hat Rot auch da oben ein Schild. Mann, bin ich dumm. Spielt halt einfach zu selten. Hier und da, wenn es mich richtig anfixt, das Game, spiele ich 4-5 Runden. Natürlich komme ich dann auch wieder eine Zeit aus mit dem Aufnehmen und Schneiden. Mache ich dann meistens an einem separaten Tag, da ich selten aufnehmen und das dann gleich schneide, einfach um wirklich sicher zu gehen, dass ich cooles Editing machen kann bei Spielen, wo es halt notwendig ist, wo es möglich ist. Ist ja nicht überall möglich, aber bei den meisten Spielen bin ich dann doch sehr bemüht ums Editing.
Jo. Also mache ich das eigentlich recht selten, dass ich aufnehme und dann gleich schneide. Hier und da kommt es aber durchaus vor, kein Thema. Jo, auch wieder schön. Drei Leute. Ersten Punkt haben wir. Ehre. Fliegen wir jetzt wieder hier zurück in die Base. Was schießt hier auf mich? Irgendwas? Irgendwas will mich, oder? Nee. Ah, oh, da wäre jetzt viel markiert für mich. Soll nur weiter markieren. Markiert nur ruhig für mich. So, 200 Meter gleich nur noch und dann sind wir schon da. So, jetzt. Kann ich schon mal wieder drehen. Doch, hat gereicht. Gott sei Dank. So, schön hoch bleiben, schön entspannt. Sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. Bin halt einfach führender im Team. Tja, herrlich. Ah, gegnerischer Flieger. Das war's. See you later, Alligator. Eingeschissen einfach. Danke dafür, IL-2 und Lego. Die wollten mich weghaben, ganz klar. Die wollten mich wegekeln. Ah, oh, lol, da ist das Ziel. Lol. Mega verpeilt einfach. Schlechter Anflugswinkel, sehr, sehr schlecht. Viel zu eben. Ja. Der hat nicht reingeschaltet, als ich vorhin das Flugzeug abgeballert habe, war ich viel zu tief. Auch schlecht von der Übersicht her gemacht. Naja, ich bezahle die Bomben eh nicht, von dem her einfach zurück in die Base und neue grabben. Und die Sache ist erledigt, ganz klar. Ganz klar. Ich hoffe nur, dass der Flieger nicht nochmal spawnt, während ich gerade Richtung Base fliege, denn wenn mich der sieht und das überzuckert, dass ich einfach mal voll machen bin, Bomben so wie MG, ist scheiße. Man hat es gesehen, der hatte keine Chance. Der hatte keine Chance. Der hätte schon so abbremsen müssen und in den Sinkflug übergehen, dass der irgendwas hätte machen können und nee. Nee. Du hast keine Chance, sobald ein Flieger hinter dir am A klebt. Da hast du keine Möglichkeit mehr. Irgendwie. Irgendwas zu machen. Höchstens wirklich stark bremsen und dann versuchen, irgendwie noch wegzukommen, aber ist halt nahezu unmöglich. Wirklich. So. Schauen wir, vielleicht? Nein, gar nichts. Gar nichts erwischt, Mann. Schade. Macht jetzt wieder keine Laune. Aber mal schauen, was noch bei rumkommt. Altinteraktiver Modus.
kann ich jetzt machen? Man weiß es nicht. Stark. Sehr stark. So. Erstmal wieder voll machen. Und dann drehen wir uns noch mal eine Runde runter ins Getümmel. So, danke dafür. Jetzt werden wir das Ganze anders anfliegen. Nicht straight darauf zu, sondern in Richtung Burg und von der Burg, ich sehe dir diesen weißen Kreis, den ich da gerade in der Mitte navigiere, ja, werden wir so runterfliegen und dann vielleicht die neu gespawnten irgendwie ein bisschen zu ärgern. Vielleicht. Ich sag mal so, ein Versuch ist definitiv wert. Wenn wir mal probieren, von hinten da aufzuräumen. Einen einzigen. Mann! Shit, Alter! Danke! Gewehrkill, wer kennt es nicht? Ist halt ab und zu wirklich lächerlich. Er hat 19 Kills. Der DJ Rebot hat einfach 38 Kills. LOL. 1485 Punkte. Das ist halt, der Punkt ist im Gebäude drin und ins Gebäude kann ich meine Bomben leider nicht schmeißen, ne? Ist halt Kackjes. Ist halt wirklich Kackjes. Aber was willst du machen? So. Erstmal wieder voll machen und dann nochmal rein ins Getümmel. Ja. Ja, ist gut. So. Hopp, hopp, hopp. Auch kein gegnerisches Flugzeug noch in der Luft. Ja, markiert für mich. Sehr gut. Der Kontrollpunkt ist unser. Auf zum nächsten. Alter, vierfacher Multi. Jungs, ihr müsst mehr markieren. Ich komme mit dem Flieger und hol sie einfach alle ab, okay? Machen wir so, passt. Sehr schön. Viel mehr markieren, Leute. Dann weiß ich, wo ich ran muss mit dem Flieger. Ich habe keine Zeit, dass ich mir von oben hier anschauen kann, welches Movement im Gelände da ist, wo sich Leute bewegen. Vielleicht mal ein Panzer, das ich erspähe mit meinen Augen, aber ansonsten keine Chance. Keine Chance, markiert mir mehr. Dann passt das auch. Dann komme ich und haue sie einfach weg, wenn das in Ordnung ist. Ist kein Thema. Braucht ihr nur markieren. Die neuen Bomben sind auch mega stark. Die SC-50 Bomben, die hauen richtig rein. Keine Ahnung, was da vorhin war mit den 250 Kilo Bomben. Mit dem einen Stück. Ein Stück hatte man immer nur. Ich glaube eine 250 Kilo Bombe oder waren es drei. Nee, ein Stück, safe. Ja, und die neuen Bomben viel, viel mehr rein. Vor allem, weil man sich aussuchen kann, haue ich alles auf einmal raus. Was natürlich die größte Wirkung hat. Oder sage ich, einmal... Und dann vielleicht noch einen zweiten Anflug irgendwie, vielleicht im Late Game, ganz interessant. Wäre eine Möglichkeit. Jetzt markieren sie wieder nichts, ne? Doch, es wird schon wieder markiert. Leute, ihr seid die Besten. Da haben welche das Spiel wirklich verstanden. Ja, okay. Okay, ganz in Ordnung. 5 Kills müssen wir noch machen. Dann passt das hier. Dann haben wir den Rekord von 41 Kills eingestellt. Alter, der eine hat einfach 50 Kills. What the fuck? Mann. Heftig.
einfach nur mega heftig, muss man wirklich sagen. Spät ist 15 Uhr. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß, mein Tisch wackelt immer. Ich sehe es doch auch an der Webcam. Aber bleibt cool. Alles gut. Muss ich mir noch irgendwas überlegen. Für meinen Tisch. So, 3 haben wir. Please mark. Und ich hau rein. Bitte markieren und ich kann euch dann sofortigen Feuerschutz bzw. Angriffsschutz geben, indem ich einfach mal wieder ein paar Leute wegradiere. Aber das ist jetzt schwierig zu fliegen. Ja, hat sich auch rendiert. 41 Kills, da sind wir wieder back in Business. Vielleicht machen wir die 50 voll, das wäre so ehrenhaft einfach. Mein Flieger ist auch beschädigt, links unten, was ist da passiert? What happened here? Warum ist einfach mein Flieger beschädigt? Was ist passiert? So, komm, nochmal rück. Nochmal beidrehen. Hier und dann passt der Ganze. So, schön. Das ist halt nicht so wie damals im Battlefield, wenn man fliegt, Alter, und es klebt einem instant einer am Arsch. Die Anti-Air, die Javelins, alles ballert auf dich. Wie die Bescheuerten, hier ist halt mehr so ein Kaffeeflug. Klar, es gibt brenzlige Situationen, brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist halt auch einfach sehr entspannt, wenn man da in die Base fliegt, man weiß, ja, es ist gerade kein gegnerischer Flieger in der Luft, dann ist das schon sehr angenehm, muss man wirklich sagen. Ja, okay. Ich glaube halt tatsächlich, dass da irgendwo eine Flak stationiert ist. Mal wieder voll machen. Es fehlen noch 7 Kills auf die 50 Flugzeugkills in einer Runde. Ich sag's nur. Ich sag's nur. Das wäre Hammer. Mal schauen. Zeit hätten wir noch. So. Drehen wir mal so, um dann vielleicht einen etwas anderen Anflugwinkel zu bekommen für die Jungs. Nur nicht abschätzen, das wäre jetzt kacke, Alter. Wäre richtig weird. Also sieht der Winkel schon mal nicht allzu kacke aus. Mal Höhe gewinnen. Oh, LOL! What the fuck? Was war das? Alter, mach mich nicht mad.
Mach mich nicht mad. Was war das denn bitte für ein lächerlicher... Wir haben fast selber weggerippt. Mann, ich wollte 50 Kills machen mit dem Flieger. Fuck, also dann trifft mich einfach einer. War das ein anderer Flieger oder was? Das muss ich mir unbedingt nochmal angucken. Was mache ich hier eigentlich? Einfach ein anderer Flieger, ne? Scheiße. Alter, ich hab mich so... Was ist denn hier los? Alter, wie sie Granaten spammen, wie die Verrückten. Ja, das hilft uns jetzt aber auch nicht. Ja, es ist gegnerische Flieger in der Luft. Ja, ich spawn einfach da, danke für gar nichts. Ja, geh doch hoch! Steig aus, Alter! Mann, Mann, wechsel durch. Ja, komm. Alter. Jetzt aber, jetzt machen wir es fertig. Jetzt machen wir es fertig. 300 Lost Spawns haben wir noch. Ich weiß nicht, ich habe mich der Flieger gerammt, mein Flugzeug war fast nicht beschädigt und ich habe richtig aufs Maul bekommen einfach. Mega weird einfach, mega weird. Alter. Nur noch ein paar Kills. Gönnt mir noch ein paar Kills. Mehr will ich auch nicht. Scheiße, Alter. Holy shit. Oh, ihr seht oben rechts das Datum. 6. März 2021. Alles klar. Perfekt. Wisst ihr, wann ich aufnehme? Wisst ihr, wie fleißig ich eigentlich vorproduziere? Alles nur, um dann, was jetzt wahrscheinlich schon läuft, dieses Projekt Stronghold Warlords pünktlich pumpen zu können. Für euch, Leute. Ehre. Ich habe so Angst, dass da jetzt ein anderer Flieger ist, ne? Scheiße, Mann. Hitmarker, ein Hitmarker. Why, Alter, why? Why MCA? Ah, die sind alle in den Gebäuden drinnen verschanzt, ne? Was soll ich machen? Ich habe einfach keine Möglichkeit, irgendwie... Ah, ich kann mit einem MG reinschießen, aber da zu treffen... Könnte spannend werden.
Wir machen das jetzt ganz anders. Wir fliegen richtig tief und schallern da unser MG-Feuer rein. Nichts getroffen. Ich werf's dir zu spät ab, oder? Ey, yo, das war's jetzt gleich komplett. Fucking shit. Wir schaffen es nicht, diesen Punkt zu erobern. Wir schaffen es nicht. Why? Warum schaffen wir es nicht? Und wieso ist meine rechte Tragfläche schon wieder am Arsch? Wie? Sag mir wie. Mann, 67 Tickets noch. Es war so knapp einfach nur. Es ist mir halt nicht gegönnt. Alter, 87 Kills, 79 Kills, 60, 44, 56. Jeder fucking, fast jeder hat über 50 Kills. Und was mach ich? Ich racker mir hier im fucking Flieger den Arsch ab, um dann beim letzten Spot, beim vorletzten Spot, Entschuldigung, nicht mehr in der Lage zu sein, irgendwie, 50 Kills zu erreichen. Nein, ich schaffe es einfach nicht. Und warum? Weil ich so lächerlich gerippt bin mit meinem ersten Flieger. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber das war ja wirklich komplett lächerlich. Wirklich. Also, ohne Scheiß jetzt. Das war wirklich lächerlich. Jo, jetzt macht mein Flieger wieder, was er will. Komm, letztes Ziel. Meine Tragfläche ist halt so hart gearscht, einfach nur. Seht euch das an, der dreht von alleine nach rechts, weil die Tragfläche links, rechts ein bisschen angekratzt ist, ne? Jetzt hat er sich wieder gefangen. Mann. Es markiert auch keiner mehr irgendwas. Mein Flieger ist einfach useless geworden jetzt. Mega sad einfach. Gib mir noch 6 Kills. Teamkamerad hat sich selbst getötet, lol. Ja, es wird markiert. Wieder nur ein Hitmarker, no! Ey, mein Flieger ist halt am Arsch. Ich flieg volles Rohr. Oh, scheiße, Mann. Ich komme eben gegen meine Kopfhörer. Hallo. Mann, das ist halt hier jetzt nur noch lächerlich. Lächerlich. Stürzt sich ab, ne? Strömungsabriss. Yo, kann nichts machen. Oh, nochmal gerettet, Alter. Erde. Komm, fliegen wir nicht mehr zur Base. Ich kann auch nicht mehr manövrieren. Es ist halt alles im Arsch am Flieger. Mann. Kann ich hier rumgurken wie so ein Mongo. Wenn der Flieger so hart im Arsch war, meine Herren. Panzer. Ja, Mann. Ehre, easy. 44 Kills, Mann. Sturzkampfgeschwader richtig hart gelevelt. 2145 Punkte, 40-3-20. Mann, ist das Ehre. Das war's von mir, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Alter, die Runde hat einfach 28 Minuten gedauert. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und man sieht sich bei der nächsten Runde. Enlisted, FCQ, was auch immer ihr euch anschaut. Bis dahin, macht's gut.
und bleibt vor allem gesund. Man sieht sich.